Ja, hallo, einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ich werde mich heute ein bisschen mit den rechtlichen Dingen befassen, die naturgemäß ein bisschen trockener herüberkommen. Versuche das ein bisschen vielleicht in einer gelockerten Form zu vermitteln und möchte beginnen mit ein paar Gerichtsentscheidungen, die in den letzten Tagen ergangen sind. Sei es vom Verfassungsgerichtshof, ich meine, es ist einmal so ein paar Wochen schon her, und vor kurzem auch ein portugiesisches Gericht hat ganz interessante Aspekte aufgezeigt, die an sich eine Selbstverständlichkeit sind, aber und in Zeiten wie diesen ist nichts mehr eine Selbstverständlichkeit, sondern da muss man auch schon mit solchen Dingen sich befassen. Gehen wir mal zum Verfassungsgerichtshof. Das weiß nicht vielleicht nicht jeder, also wenn so eine Verordnung erlassen wird, wie sie wir da jetzt haben, die so quasi so eine Dauerwalze ist, ne? Also da gibt es ja alle 14 Tage, wo man klicken kann, vielleicht sogar alle Wochen, gibt es neue Verordnungen oder irgendwelche Änderungen von Verordnungen. Und diesen Verordnungen liegen in der Regel Verordnungsakten zugrunde. Also das heißt, in den Ministerien, wo diese Dinge da ausgearbeitet werden, sind also Akten, und in diesen Akten befinden sich die wesentlichen Grundlagen für diese Verordnungen. Also das sind in der Regel Gutachten oder politische Absichtserklärungen von Ministern oder Verordnungsentwürfe und alles Mögliche halt, ne? Und immer wenn also der Verfassungsgerichtshof eine Verordnung auf Gesetz oder Verfassungsmäßigkeit prüft, lasst er sich das kommen und schaut sich mal den Akt an, was sich da der Verordnungsgeber dabei gedacht hat, wie er sich da diese Verordnung, also wie er die Verordnung da erlassen hat. Ne? Und das hat der Verfassungsgerichtshof auch dieser Tage getan, also und hat also die erste Lockerungsverordnung geprüft, also die 197 aus 2020, BGBL 2, ne? Die hat er sich einmal angesehen und hat dann wahrscheinlich, haben die Richter da ein bisschen was schlecht geschaut, ne? Weil sie haben in dem Verordnungsakt nichts gefunden. Ne? Also sie schreiben halt, ich zitiere jetzt ein bisschen frei, schreiben hinein, es ist nichts zu finden, was also erkennbar, was erkennen könnte, wodurch also der Verordnungsgeber bestimmt war, diese Verordnung zu erlassen. Ne? Also er hat es gänzlich unterlassen, irgendwas da hineinzugeben, also und hineinzuschreiben in den Verordnungsakt, was irgendwie nachvollziehbar erscheinen lässt, ne? Warum er diese Verordnung erlassen hat. Ich meine, es gehört schon eine ordentliche Frechheit dazu, ne? Seitens eines Ministers eine Verordnung zu erlassen ohne irgendeiner Grundlage und diesen Verordnungsakt an den Verfassungsgerichtshof zu schicken. Ne? Ich meine, die Chuzpe muss man mal haben. Ne? Also das ist, man weiß nicht, ob man dazu Selbstvertrauen sagen kann oder ich weiß es nicht. Also es ist schon unglaublich, was uns hier geboten wird. Und dann geht es weiter mit einer Verordnungswalze, die genau dasselbe wieder weitermacht. Ohne Grundlage, ne? Weil die Wissenschaft, die Gutachten, die wir da jetzt haben, ne? Man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das schon weiß, jetzt gibt es ein Gutachten von dänischen Wissenschaftlern mit 6.000 Probanden über die Maskenpflicht. Also ungefähr 3.000 haben es ohne Masken und 3.000 mit Masken herumrennen lassen. Im Prinzip waren alle gleich infiziert. Ne? Also das war ziemlich egal, ob jemand eine Maske trägt oder nicht, aber es geht trotzdem mit der Maskenpflicht weiter. Ne? Also man fragt sich wirklich, was da abgeht und was da abläuft. Und wenn man dann so eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung liest, die ja auch im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird, man muss wissen, jede VfGH-Entscheidung wird ja kundgemacht wie ein Gesetz und eine Verordnung, die wird also im jeweiligen Bundesgesetzblatt kundgemacht und gilt somit auch für die Zukunft. Das heißt, der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber ist an die Rechtsansicht und überhaupt dann auch an die Vorgaben des VfGH, die er da macht, in seinen Entscheidungen gebunden. Aber wie gesagt, die Regierung interessiert das nicht, die machen da einfach munter weiter und es wird halt weiter vollzogen. Ich höre auch hier, dass wieder ein paar Exekutivbeamte sich hier produzieren und meinen, halt eine Maskenpflicht durchsetzen zu können, obwohl der VfGH gesagt hat, das ist alles grundlos. Ich meine, es gehört schon, wie gesagt, es gehört schon einiges an Frechheit dazu, ne? Mit Staatsbürgern so umzugehen und das in einer sogenannten Demokratie. Also ich glaube, unter diesen Voraussetzungen sollte man ein bisschen... den Herrschaften da die Meinung geigen. Ne? Und wie gesagt, die Konstantin hat das Vorfall ohnehin schon angesprochen. Wir waren da im Berg auf einer Veranstaltung, vorgestern war das, ja. Und da kam dieser Bezirkshauptmann daher. Also man ist erstaunt, wer aller Bezirkshauptmann wird. Ne? Also, ja, wie der Personal ausgewählt wird. Also ich weiß es nicht. Also dann hat er zum Beispiel uns gesagt, also
ob wir dann zusammenleben, also die Konstantina und ich, ne? Und die Konstantina hat gesagt, das geht sich nichts an. Ne? Und dann sagt er, dann müssen wir ihre Nationalien aufnehmen. Ich glaube, die Konstantina wollte ihm dann nur mehr angeben. Ich bin dann gegangen, aber das war mir einfach zu blöd dann. Also, nein, es ist wirklich. Und die Beamten, die daneben standen, sind, die haben schon ein bisschen so betroppelt reingeschaut. Die haben sich auch ein bisschen geniert, schon ein wenig, ne? Also, nein, also, es ist. Wir haben teilweise ein Niveau im öffentlichen Dienst, das ist erschreckend. Ne? Es ist wirklich erschreckend. Das tut mir leid. Ne? Und das Zweite ist, also dieses portugiesische Gericht, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist auch eine Entscheidung, die in diesem Zusammenhang ergangen ist. Und da ging es um vier Personen, die in Quarantäne waren, die waren da auf den Azoren und haben dann ein Rechtsmittel gemacht, an so ein Berufungsgericht in Lissabon. Ne? Und da hat das Berufungsgericht zwei Dinge festgestellt. Ne? Also eigentlich, das Erste ist eine Binsenweisheit. Ne? Sie haben gesagt, ne, nur ein Arzt kann einen Menschen für krank erklären. Ne? Naja, wenn man das jetzt einer vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr gesagt hätte, ne, hätte ich gesagt, na, du bist ein gescheiter Bursch. Ne? Also das hätte man jetzt nicht gewusst, dass das nur ein Arzt kann. In Tagen wie diesen ist das aber bitte keine Selbstverständlichkeit mehr. Da kommt irgendeiner daher mit einem Test, mit einem Wartebäuschen, fährt in der Nasennummer an und dann sagt er, na, du bist jetzt krank. Ne? Nein, ich meine, es tut mir leid. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, jetzt gibst du mir mal an Beipacktext von diesem PCR-Test, den du da verwendet hast, dann schaut er die Ableiter an. Was ist ein Beipacktext? Ich meine, jedes medizinische Produkt hat einen Beipacktext. Ne? Jedes Pulver, jedes Salberl hat einen Beipacktext. Ich glaube, das wissen wir. Ne? Und ich werde es nicht glauben, auch der PCR-Test hat den. Ne? Vielleicht ein paar werden meine Homepage kennen, mein Blog. Ne? Da habe ich ein bisschen was geschrieben drüber und da gibt es auch einen Beipacktext. Einen habe ich zitiert, das ist die englische Version, und einen habe ich komplett eingestellt, das ist die deutsche Version, und da steht zum Beispiel drinnen, ne, dass bei jedem, also bei jedem PCR-Test, den man halt da anwendet, immer auch andere Laborwerte hinzuzuziehen sind und auch also klinische Aspekte, also eine Klinik, eine sogenannte, zu erheben ist. Also das heißt auf gut Deutsch, ich brauche einen Arzt, der irgendwelche Symptome feststellt. Ne? Nur dann ist dieser PCR-Test richtig angewendet. Ne? Geschichte war alles nicht. Passiert nicht. In keinem Quarantänebescheid ist irgendein PCR-Test, also das Produkt als solches genannt. Ne? Es ist nicht genannt, dass man nachvollziehen kann, welcher Hersteller das war, ne? Der dieses Produkt produziert, mit dem er da in der Nasal, also da beglückt worden ist. Ne? Es ist von einem Arzt ist nie was zum Sagen. Ne? Also Ärzte, weiß nicht, wo die sind. Also das ist ja da ein bisschen eine eigene Geschichte. Ne? Wo sind die eigentlich, die Humanmediziner? Ne? Ich sehe da immer nur Mikrobiologen, dann sehe ich Tierärzte, die jetzt sind ganz wichtig. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nur zwei Viers, also nicht vier. Ne? Also, ja, es ist ganz bemerkenswert, dass die Humanmediziner sich da komplett verabschieden. Und dann schreibt ein portugiesisches Gericht, wer krank ist, bestimmt der Arzt. Also wo sind die jetzt? Die Ärzte. Ein Gericht sagt, das müssen Ärzte machen, aber die Ärzte sind nicht da. Ne? Also irgendwas haut da jetzt nicht hin. Ne? Also weder eine Verwaltungsbehörde, ein Gesetz, eine Verordnung oder sonst irgendwer. Und eine Verwaltungsbehörde ist auch die Ärztekammer übrigens. Ne? Das ist auch eine Verwaltungsbehörde. Auch die kann niemanden jetzt für krank erklären oder für gesund schreiben. Ne? Und die kann auch Ärzten nicht vorschreiben, was sie also da jetzt konkret an Diagnosen stellen. Ne? Außer sie begehen konkret eine Berufspflichtverletzung und verletzen also die Regeln der Kunst. Ne? Das muss aber im Einzelfall festgestellt werden aufgrund eines Behandlungsvertrages, der da konkret abgeschlossen worden ist. Ne? Das wird alles vergessen. Ne? Also Leute, so kann ein Gemeinwesen nicht funktionieren. Ne? Und es kann nicht sein, dass man da ein Gericht braucht, was solche Binsenweisheiten feststellt, dass nur ein Arzt feststellen kann, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Und das Zweite, was dieses portugiesische Berufungsgericht festgestellt hat,
ist auch eben also in Bezug auf PCR-Tests, sind diese komischen CT-Werte. Ne? Also ich glaube, alles, was jenseits von 30 oder 35, jetzt habe ich es nicht jetzt genau im Kopf, also da gibt es also, sind diese Amplifikationen und da gibt es halt immer diese Durchgänge. Ne? Und alles, was jenseits dieses CT-Wert 30 oder 35 ist, ist praktisch zu 100% falsch. Ne? Aber das wird munter weiter gemacht. Ich hab gehört, es gibt Labore, die Zyklen machen jenseits der 40 und 45. Ne? Ich meine, da ist nur mehr der Geschäftssinn da. Ne? Also das heißt, ich muss Kranke produzieren, ne? Auf Teufel komm raus, damit die Kasse klingelt. Ne? Ob das uns gut ist, ob das der Gesellschaft gut tut, ob das dem Einzelnen gut tut, interessiert keinen Menschen mehr. Das ist völlig wurscht. Wir sind Objekte eines Geschäfts geworden, aber wir sind keine Menschen, die einen Behandlungsvertrag zu einem Arzt abschließen können, die dann aufgrund des Vertrauensverhältnisses, das was wir zu dem Arzt haben, ne, dass der uns dann eben behandelt. Das ist alles vorbei. Und das ist der entscheidende Punkt. Es sollen genau in diese Vertrauensverhältnisse sollen aufgeweicht werden. Ne? Zu einem Anwalt, zu einem Arzt, zu einem Wirtschaftstreuhänder, zu einem Notar, zu allen Freiberuflern. Ne? Wo da ein bisschen, sagen wir, ein intellektueller Widerstand bei solchen Dingen zu erwarten ist. Ne? Das ist das Problem und da müssen wir darauf schauen, dass das eben nicht so wird, wie sich die Herrschaften das vorstellen. Das ist einmal die allgemeinen Einführungen. Jetzt muss ich da mal Licht drauf dran. So. Was jetzt für euch auch wichtig ist, dass man vielleicht ein bisschen über das Verwaltungsverfahren ein bisschen reden muss. Ne? Das ist wieder ein bisschen eine fade Geschichte, ne? das gebe ich schon zu, aber es ist dringend notwendig, damit ihr vielleicht wisst, wie ihr euch wehren könnt in konkreten Situationen. Ne? Wir haben da gemacht, also das war im Oktober, war das, Anfang Oktober war das, haben wir da so eine Veranstaltung gemacht in St. Stephan ob Steins. Ne? Und da haben wir es auf die Titelseite dieses Qualitätspapiers, dieses Kleinformats gebracht. Ne? Das ist also die K-Zeitung, ne? Also die größere, nicht die kleinere, sondern die also in Wien herausgebracht wird. Ne? Und da wurden halt, da gibt es halt diese Faktenchecker jetzt, immer die, ich weiß nicht, warum diese Faktenchecker alle Fakten checken, weil sie selbst offenbar nicht sehr viel wissen. Ne? Aber die Herrschaften haben da jetzt einen Kollegen engagiert und haben halt da gewisse Fragen aufgeworfen, ne? Die ich üblicherweise auch bespreche bei solchen Veranstaltungen. Und die haben es halt da behandelt und ich gehe da mal kurz diese Fragen durch, ne? Und dann können wir uns gemeinsam anschauen, wie halt diese Fragen behandelt werden. Ne? Ich sage einmal gleich, es ist nicht alles falsch, was drinsteht. Ne? Aber es ist teilweise falsch, vieles ist unverständlich, missverständlich und für Menschen, die nicht vom Fach sind, ne, ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich, was da steht. Ne? Das ist eigentlich das Hauptproblem bei diesen Dingen. Ne? Zum Beispiel die Frage 1 wäre, ist ein Bescheid auch gültig, wenn er per E-Mail kommt? Ne? Ja, gut, also ein Bescheid kann ich grundsätzlich zustellen, wie ich mag. Das ist in Zeiten wie diesen auch per E-Mail möglich. Also wenn ihr sowas kriegt, dann müsst ihr euch damit befassen, dass hier ein Behördenakt euch zugestellt worden ist. Der unter Umständen Rechtswirkungen entfaltet. Ne? Also das ist an sich kein Problem. Ne? Das Problem ist halt, es muss halt ein Bescheid sein. Ne? Ein Bescheid hat gewisse Merkmale nach den allgemeinen Verwaltungsverfahrensbestimmungen. Ne? Und da muss halt draufstehen, es sollte draufstehen, dass er Bescheid ist, es muss einen Spruch haben, es sollte Tatsachenfeststellungen da sein, es sollte, damit man weiß, worüber überhaupt da abgesprochen wurde, dann eine Beweiswürdigung, eine rechtliche Beurteilung und dann vor allem sollte eine Rechtsmittelbelehrung drinnen sein. Ne? Das sind halt ein paar Punkte, ne, die halt so Schema F da sein sollten, ne, damit man erkennt, was die Behörde überhaupt will von einem. Ne? Also irgendwelche komischen Schreiben, ne, kommen sie jetzt dort hin, weil sie haben jetzt einen Termin für einen PCR-Test oder sie sind jetzt in Quarantäne vom Biss, ne? Das ist gar nichts leider. Ne? Das könnt ihr alles vergessen. Bitte? Ja, gut, das ist jetzt das kleinere Problem, ob es unterschrieben sind. Ne? Es geht einfach darum, dass die juristische Entscheidungslogik irgendwie hervorgeht. Ne? Dass ich weiß, welcher Sachverhalt hier angenommen wurde und welcher Sachverhalt hier festgestellt, rechtlich beurteilt wurde. Ne? Dass man da ein Rechtsmittel machen kann und dass man durch diesen Bescheid umfassend informiert wird. Und das ist das, was in den meisten Fällen fehlt. Also irgendwelche Anrufe, ne?
zum Beispiel. Ne? Ich habe nichts dagegen, wenn eine Behörde einen Bescheid mündlich erlässt. Das ist an sich nicht das große Problem. Nur es muss ein Bescheid sein. Ne? Er muss genau diese Merkmale haben, ne? die also hier von mir aufgezählt worden sind. Ich meine, von mir aus kann man die Behörde den Bescheid auch mittels Rauchzeichen schicken oder mit Brieftauben oder sie können auch trommeln, ist mir das völlig wurscht. Ne? Nur es muss ein Bescheid sein. Ne? Also wie gesagt, ein SMS, morgen habt ihr einen Termin beim PCR-Test, ne? Ist nichts. Kann man ohne weiteres ignorieren, braucht kein Mensch zu beachten. Ne? Das bitte sich zu merken. Ne? Die nächste Frage war, kann ein behördlich angeordneter PCR-Test, kann man den verweigern? Ne? Ja, das ist wieder diese typische Frage. Ne? Ein behördlich angeordneter. Ne? Was ist behördlich angeordnet? Behördlich angeordnet heißt wieder im Klartext Bescheid. Ne? Ein Mail, ne? Oder irgendein Zettel, ne? wo irgendwas draufsteht, ne? Ist nichts. Das könnt ihr alle ignorieren. Ne? Es zählt nur der Bescheid und nur der konkrete Hoheitsakt. Das müsst ihr euch merken. Ne? Wenn zum Beispiel der Kollege dann schreibt, ne? Also, was schreibt er da? Wenn ein Test verweigert wird, wie als Covid-positiver Patient behandelt. Ne? Alleine dieser Satz, bitte, der ist unglaublich. Das haben's vom Alkotest haben's das übernommen. Ne? Wer einen Test verweigert, wird als Covid-positiver Patient behandelt. Ich meine, wenn ich einen Test verweigert, bin ich Patient, da bin ich krank. Ich meine, es ist, ehrlich, die Ausdrucksweise ist ein Witz. Ne? Aber bitte, sowas steht in der Zeitung in Bezug auf einen Kollegen, ne? Der das offensichtlich gesagt haben soll. Ich meine, ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht dabei. Ist das jetzt Journalismus oder ist das jetzt der O-Ton des Kollegen? Ne? Aber jemanden als krank zu bezeichnen, nur weil er einen Test verweigert hat, finde ich schon sehr stark. Ne? Also ja, stimmt, ich muss das nicht so vorstellen. So, gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ebenfalls, ne, kann eine behördlich verordnete Quarantäne verweigern? Ne? Dann sagt er ebenfalls Nein drauf. Ne? Aber wie gesagt, das ist das behördlich verordnet. Ne? Wie gesagt, es muss ein Bescheid sein, ein bloßer Anruf. Ne? Sie sind jetzt in Quarantäne vom Biss. Ne? Das könnt ihr alles vergessen. Bitte das immer wieder zu beachten. Ne? Genau, und dann schreibt er nur, also was weiß ich, da gab es ja so strafrechtliche Verurteilungen, weil Menschen eine Quarantäne gebrochen haben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es davon gehört, ob es da das Übliche ist, da gibt es diese Strafbestimmungen 178, 179 StGB, also das Gefährden durch Verbreiten einer Krankheit. Ne? Naja, das Problem ist jetzt wieder folgendes, ne? Diese Quarantäneentscheidungen ergehen ja wieder aufgrund dieses PCR-Tests, ne? Von dem wir wissen, dass der BIPOC-Text das gar nicht vorsieht. Ne? Das haben wir ja schon gehört. Ne? Im BIPOC steht ja drinnen, dass das nur dann eine sinnvolle Diagnose ist, also eine sinnvolle Unterlage ist für so eine Entscheidung, wenn sie von einem Arzt eben interpretiert wird und zusätzlich Laborwerte bestehen. Ne? Also das heißt, ob ich jetzt krank bin oder nicht, ne? Kann ein PCR-Test nicht also darlegen. Ne? Wie also diese Gerichte zu diesen Verurteilungen kommen, ne? Ich weiß nicht, was der Kollege, der den Beschuldigten vertreten hat, gemacht hat, das weiß ich nicht, offenbar nicht viel. Ne? Aber alleine, wenn man den, wie gesagt, wieder den Beipacktext, ne, dieser Produkte, das ist das Wichtigste, das müsst ihr euch immer merken, verlangt bei dem PCR-Test die Beipackzettel. Kein PCR-Test ist für das, was hier gemacht wird, zugelassen. Und das steht da ausdrücklich drinnen, weil die Firmen sichern sich ja auch selbst ab. Ne? Weil die wissen ja selber, dass das alles ein Blödsinn ist. Ne? Denen geht es ja nur ums Geld. Ne? Das ist ja wurscht, die verkauft das Klumpert und was der dann macht, was der Staat dann macht mit diese PCR, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Ne? Diese PCR, das sind dafür nicht geeignet. Und das muss man auch bei Gericht darlegen. Ne? Also das heißt, der PCR, das kann nie eine Grundlage für so eine Verurteilung sein. Ne? Und darum lasst euch davon nicht so einschüchtern. Wenn ihr gesund seid, macht's was wollt. Ich sage euch das paar Hart, macht's was wollt. Aber trotzdem gegen den Bescheid,
gegen den Bescheid müsst ihr vorgehen. Ne? Den Bescheid müsst ihr schon anfechten. Ne? Und da liegt wieder so ein bisschen so ein Fehler im Verhalten von vielen Bürgern. Ne? Weil da heißt es immer, naja, das dauert jetzt 10 Tage, ne? Ist eh wurscht und bis da wieder eine Entscheidung kommt und so, ist das eh schon wieder alles vorbei. Nein, Leute, es ist nicht vorbei, weil ihr könnt wieder zu einem Test vorgeladen werden und der wirtschaftliche Schaden und der gesellschaftliche Schaden für uns alle, der ist gewaltig. Ne? Und wenn alle diese Einstellung haben, ja, dann mache ich nichts und da tue ich nichts und das lasse ich rennen, dann wird das weitergehen. Und das wird noch länger weitergehen, wenn wir nichts tun. Und das gehört... Und das gehört ordentlich bekämpft. Ne? Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu einem sensibleren Thema. Ne? Darf ein Kind aus der Schule ausgeschlossen werden, wenn es sich weigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen? Ne? Da schreibt halt wieder der Kollege, wie gesagt, das ist Oktober, das ist schon ein bisschen länger her. Ne? Rein theoretisch ja. Ne? Was heißt rein theoretisch ja? Ne? Darf ein Kind von der Schule ausgeschlossen werden? Ne? Ich meine, es gibt ja mehrere Covid-Verordnungen, eine für die Schule und eine fürs allgemeine Leben, sage ich jetzt einmal so. Ne? Und in der Schule war es halt immer so, dass Maskenpflicht besteht und man immer zwingend einen Attest gebraucht hat, um davon befreit zu sein. Also, damit man sein eigenes Kind da eben vor diesem Unsinn da bewahrt. Ne? Dazu muss man sagen, dass also erstens einmal diese Covid-Schulverordnung schon Gegenstand ist von Individualanträgen beim Verfassungsgerichtshof ist. Also es ist davon auszugehen, dass es der VfGH bald anschauen wird. Ne? Auch in Bezug auf die neuesten Studien hinsichtlich des Tragens von Masken. Das ist also... scheint mir doch sehr aussichtsreich zu sein, zumal auch in diesem Verordnungsakt wahrscheinlich nichts drin sein wird, weil was soll da drinnen sein, außer Unsinn, ne? Oder gar nichts, also das ist, da kann man also hier doch guter Hoffnung sein. Was konkret jetzt die Situation jetzt betrifft, ne? Man, da hat sich also die Praxis eingebürgert, Atteste nicht anzuerkennen, ne? Das erkennen wir nicht an. Ne? Also da kommt dann der Herr Lehrer daher oder der Herr Direktor, ne? Oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Gehaltsempfänger, ne? Und sagt, das erkenne ich nicht an. Na gut, so funktioniert das nicht. Ne? Also da würde ich einmal mit der Bildungsdirektion Kontakt aufnehmen und wenn diese Herrschaften ebenfalls nicht spuren, ne? Dann muss man auch hier einen Bescheid anfordern. Ne? Immer das Ganze über einen Bescheid spielen und die Behörde zu einer hoheitlichen Entscheidung drängen. Ne? Weil das ist das, was sie am meisten nervt. Ne? Weil damit fixiert man es, damit fordert man sie heraus und sie wissen ganz genau, dass das dann beim Verwaltungsgericht irgendwann einmal landet. Ne? Und da schaut es dann vielleicht nicht immer so gut aus. Ne? Also bitte das beachten. So, dann habe ich da nur... Was hat er da noch gesagt, der Kollege? Zu den Fragen kommen wir gleich, gut? So, und dann gibt es noch zwei Fragen, die auch ein bisschen, sagen wir, ein bisschen Aufregung verursachen. Üblicherweise kann ein Kind in der Schule ohne Einverständnis der Eltern auf Corona getestet werden und dann die zweite, kann ein Kind geimpft werden ohne Einverständnis der Eltern. Ne? Gut, die Antwort ist an sich klar, ich meine, das steht zufälligerweise komplett richtig drinnen. Die Antwort ist nein. Ne? Also diesen Unsinn, den man da teilweise liest, ne? Der da von einer gewissen Frau Bogner-Strauß, die ist da Landesrätin in der Steiermark. Ne? Ich weiß nicht, wie es in Salzburg war, da habe ich jetzt keine konkreten Informationen. Aber dass da Dinge verzapft werden, wie zum Beispiel, dass, wenn es ums Epidemiegesetz geht, ne, dass man da kein Einverständnis braucht, das ist Unsinn. Ne? Es ist immer das Einverständnis der Eltern da, vonnöten und ohne dem geht nichts. So.